Hallo und herzlich willkommen. Vielen Dank für Ihre Teilnahme an unserem MAPOS-Webinar. Heute geht es um das Thema Quarta Evo, Wareneingangskontrolle und Lieferanten-Nichtkonformität. Das Webinar präsentiert Ihnen Thomas Hassler, unser Verantwortlicher Business Development Quarta Evo CAQ QMS. Sie können bereits während des Webinars Fragen stellen. Dafür benutzen Sie bitte die F&A-Funktion. Herr Hassler wird Sie dann im Anschluss der Präsentation beantworten. Hiermit darf ich bereits an meinen Kollegen überleiten und wünsche Ihnen spannende Einblicke in das Thema. Ja, vielen Dank an meine Kollegin und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Schönen guten Morgen. Heute schauen wir uns die Themen an Wareneingangskontrolle und Lieferanten-Nichtkonformität. Bevor wir aber auf das Thema eingehen, möchte ich Ihnen kurz die Firma MAPOS vorstellen. MAPOS 1952 gegründet in Bologna von Herrn Mario Posati. Damals gestartet mit Messtechnik in der Produktion, um die Produktionsqualität sicherzustellen, ist heute auch Marktführer in diesem Bereich in der Mess- und Prüftechnik im Produktionsbereich, bietet aber auch andere Prüfsysteme, zum Beispiel Dichtigkeitsprüfungen an. Zusätzlich bietet MAPOS auch Prüfsysteme oder auch Monitoring-Systeme im Bereich der spannenden und umformenden Produktion, um hier die Produktionssysteme entsprechend prüfen zu können auf Defekte oder auf Prozessparameter. Aktuell beschäftigt die Firma MAPOS 3.500 Mitarbeiter in 34 Ländern, in 80 Vertriebsbüros, sind Ansprechpartner für ihre Bedürfnisse im Bereich der Prüf- und Messtechnik im Produktionsbereich. Schauen wir uns aber jetzt die Themen heute an, Wareneingangsprüfung und Lieferanten-Nichtkonformität. Teilnehmer früherer Quarta Evo Webinare kennen diese Folie schon. Hier ist beispielhaft ein Geschäftsprozess dargestellt, der oben links mit der Bestellung des Kunden startet, über die Arbeitsvorbereitung geht, bis über die Produktion, auch die produktionsbegleitende Qualitätssicherung bis hin zur Wareneingangsprüfung oder auch zur Überwachung der Prozesse und bis letztendlich dann unten rechts bis zur Lieferung der Artikel bzw. zur Einlagerung. Wenn wir uns anschauen, an welchen Stellen Quarta Evo zum Einsatz kommt, haben wir hier unterschiedliche Stellen, ganz oben bei der Vorbereitung des Geschäftsprozesses, bei der Prüfplanung, dann aber auch bei der Prüfmittelverwaltung, um die entsprechenden Betriebsmittel zu verwalten und zu planen, dann unten bei der statischen Prozesskontrolle bzw. fortlaufende oder Losprüfung im Produktionsprozess, auch Dashboard-Funktionalität, um die Prozesse entsprechend überwachen zu können, bis hin zur Warenausgang, Losprüfung, um die Artikel dann zu prüfen, bevor sie ausgeliefert oder eingelagert werden. Heute möchten wir uns nun das Thema Wareneingangslosprüfung anschauen, was auch über ein Lieferantenportal möglich ist, die Lieferanten mit anzubinden und die Nichtkonformität. Vor- oder nachgelagerte Prozesse zu diesem Thema sind zum einen die Produktions- oder der Produktionslenkungsplan. Das heißt also die ganze vorbereitende Qualitätsprüfung für die entsprechenden Artikel, für die Produktion intern oder extern. Dann auch der Produktfreigabeprozess mit einem Erstmusterprüfbericht zusammen mit dem Lieferanten. Dann eben die Lieferanten-Nichtkonformität und letztendlich auch bei entsprechenden Nichtkonformitäten der 4D- oder 8D-Report, der vom Lieferanten entsprechend zur Verfügung gestellt werden kann oder muss. Schauen wir uns nun den Arbeitsablauf in der Wareneingangskontrolle bzw. bei der Lieferanten-Nichtkonformität ein. Dann starten wir oben natürlich mit der Warenannahme, dem initialen Ereignis, wenn die Ware im Unternehmen ankommt. Das heißt, wir haben hier den Lieferschein und hier wird grundsätzlich erstmal entschieden, ist der Artikel prüfpflichtig oder ist er eben nicht prüfpflichtig, weil es zum Beispiel Katalogware ist, die nicht zu prüfen ist oder nur stichprobenweise die Liefermenge und der Lieferzustand. Wenn dieser Artikel nicht prüfpflichtig ist, wird er dann direkt ins Fertigungslager gebucht und auch entsprechend transportiert, um diesen Artikel eben verfügbar zu machen. Ist der Artikel warenprüfpflichtig, dann kommt er in das Wareneingangslager, wird auf den Status gesperrt gesetzt, um eben dann auch die Wareneingangsprüfung durchzuführen. Die Daten diesem Wareneingangs, zum Beispiel von welchem Lieferant, welcher Artikel, wie groß ist das Lieferlos, werden entsprechend
an das Quartal Evo, an das Syracuse-System weitergegeben. Und hier im Quartal Evo haben wir jetzt den Prüfzyklus hinterlegt, beziehungsweise den Prüfplan, wie dieser Artikel genau im Detail zu prüfen ist. Aus diesem Prüflos oder aus diesem Fertigungslos beziehungsweise und dem Prüfzyklus werden dann letztendlich die Prüfaufträge erstellt, um konkret den Prüfvorgang an dem entsprechenden Prüfplatz durchzuführen. Ziel dieser Prüfung ist natürlich dann ein Prüfentscheid, dass wir sagen, okay, die Ware ist abgenommen oder es gab auch entsprechende Mängel, die festzuhalten sind, oder es gab eine Freigabe mit Einschränkungen, was natürlich auch möglich ist. Und nach einem entsprechenden Prüfentscheid, IO, wird die Ware dann aufs Fertigungslager gebucht und kann dort eben für den internen Geschäftsprozess verwendet werden oder eben nicht IO. Dann kommt die Ware in ein Sperrlager, um dann die entsprechenden nächsten Schritte für die Analyse dieses NIOs Prüfentscheid entsprechend weiter durchführen zu können. Parallel zu dieser Aktion, dass die Ware gesperrt wird, wird eine Lieferantenreklamation angelegt im System, um eben diese Reklamation, diese abweichende Qualität von der spezifizierten Qualität festzuhalten und dann letztendlich auch dem Lieferanten zur Verfügung zu stellen im Reklamationsbericht. Und parallel dazu fließen diese Beurteilungen natürlich auch in die Lieferantenbewertung ein, die dann im CRQ-System durchgeführt werden kann. Wenn wir uns das nochmal im Detail anschauen, dann haben wir zum einen die Lieferung über dem ERP oder im Warenwirtschaftssystem entsprechend erfasst und geprüft, ob grundsätzlich der Artikel prüfpflichtig ist. Die Daten werden dann an die CAQ-Software übergeben, an Quarta Evo. Das heißt, wir haben hier eine Datenschnittstelle und auch eine Prozessschnittstelle, wo wir eben die Daten bekommen. Das sind auch Stammdaten, zum Beispiel Artikel, Lieferant, dann aber auch entsprechende Prozessdaten wie die Lieferlosmenge oder die Bestellnummer, um eben dann hier in Quarta Evo eine Liefereinheit anzulegen, auf der basiert dann auch letztendlich die Wareneingangsprüfung. Hier wird dann aufgrund von der Liefereinheit auch geprüft und dem hinterlegten Prüfzyklus, ob hier vielleicht auch ein Skiplot vorliegt. Das heißt, wir können diese Prüfung überspringen, also ein Free Pass, damit die Ware direkt freigegeben wird. Diese Informationsskiplot wird dann wieder an das ERP zurückgesandt von dem CAQ-System Quarta Evo, um eben dann die Ware entsprechend freizugeben und im Produktionslager verfügbar zu machen. Wenn aber der Prüfzyklus entsprechend sagt, dieses Lieferlos ist prüfpflichtig, also das heißt, wir müssen hier dieses Lieferlos prüfen, wird entsprechend mit dem Prüfzyklus der Prüfauftrag angelegt. Das heißt, wir haben hier auch die Prüflosgröße, wir haben die Prüfmerkmale, die zu prüfen sind, wir haben auch den Prüfplatz und das Prüfmittel, das zu verwenden ist, entsprechend. Dann werden diese Prüfaufträge erstellt und letztendlich geht es dann zur Prüfung am konkreten Prüfplatz. Die Prüfung wird durchgeführt und der Prüfentscheid wird dann wieder an das ERP zurückgemeldet, um hier eben auch zu sagen, okay, Prüfentscheid IO, das Lieferlos kann verwendet werden oder eben NIO, es muss auf der Sperrlage. Soweit zum grundsätzlichen Ablauf bei Wareneingangsprüfungen. Jetzt schauen wir uns das im System selbst an, in Quarta Evo. Zum einen können wir hier entsprechende Algorithmen oder auch Prüfschärfe, Prüffrequenz, sprich Regeln verwenden, um dann auch die Wareneingangsprüfung durchzuführen. Das Ganze basiert dann auf dem AQL. Wir haben jetzt hier zum Beispiel auch die Dynamisierung zu prüfende Lose. Wir haben gerade schon gesehen, Skiplot oder ein Freepass, den man auch entsprechend durchführen kann. Hier sehen wir dann auch den Algorithmus, die Regel, wenn eben von einer normalen Prüfung auf eine reduzierte Prüfung umgeschaltet wird, zum Beispiel wenn die letzten 10 Lose in Ordnung waren oder dann auch bei 10 weiteren Losen, die in Ordnung waren, auf einen Skiplot entsprechend geschaltet wird oder in umgekehrter Reihenfolge, dass man sagt, okay, die normale Prüfung hat jetzt ergeben, dass 2 von 5 Losen nicht in Ordnung waren, dann gehen wir auf eine verschärfte Prüfung oder dann letztendlich auch eine Aussetzung der Lieferung, wenn die Prüfung entsprechend schlecht ist. Wie sieht das nun in Quarta Evo aus? Wir haben in Quarta Evo die Möglichkeit, eben diese Algorithmen, diese Regeln zu hinterlegen. Sie sehen hier die Maske von Quarta Evo, um eben diese Dynamisierung einzustellen von der Prüfschärfe, von der Prüffrequenz. Das heißt, wir starten hier mit einer normalen Prüfung und wenn eben entsprechend die Qualität 3 von 3 Losen gefasst hat, dann gehen wir auf eine entsprechende Reduzierung, das heißt hier einen Skiplot.
wobei hier auch hinterlegt werden kann, wie viele Skiplots hintereinander durchgeführt werden. Hier haben wir jetzt zum Beispiel 3, weil natürlich jeder Skiplot, jeder Freepass ist letztendlich ein blinder Fleck in der Qualitätsprüfung. Und hier wollen wir natürlich dann auch weiterhin die Qualität sicherstellen können. Das heißt, nach 3 Skiplots oder Freepass wird dann wieder auf die normale Prüfung umgestellt, um hier dann auch entsprechend vielleicht Fehler feststellen zu können. Das können Sie alles in Quartal Evo hinterlegen, die Dynamisierungsregeln. Das kann man auch gezielt an Ihre Bedürfnisse im Unternehmen anpassen. Das zweite ist der Prüfzyklus, der hinterlegt ist. Wir haben ja gesehen, dass die Prüfaufträge aus dem Lieferlos entstehen und aus dem Prüfzyklus. Wir haben jetzt unterschiedliche Informationen. Das sind zum einen allgemeine Informationen oder allgemeine Einstellungen, welche Artikel, welcher Lieferant, auch die Bestimmung der Prüflosgröße. Wir haben schon gesehen, AQL wird verwendet. Hier können wir nach AQL und dem Prüfniveau zum Beispiel die Prüflosgröße festlegen. Nach DIN ISO 2859 zum Beispiel, wenn wir ein mittleres Prüfniveau haben von 2 mit einem Lieferlos von 500, würden wir dann basierend auf der Tabelle im Buchstaben A einen Prüflos von 50 Stück erhalten. Das kann man natürlich auch noch anders einstellen, sehen wir nachher noch. Wir können auch die Stückzahl einstellen, beziehungsweise prozentual anteilig vom Lieferlos, dass man auch das entsprechende Prüflos verwendet. Hier unten, ganz unten, sehen Sie noch die hinterlegten AQL-Grade bzw. AQL-Zahlen. Hier wird eben für die entsprechenden Fehler, kritischer Fehler, Hauptfehler, Nebenfehler zwischen Kunde und Lieferant die AQL-Zahl festgelegt, um hier eben so viel wie nötig zu prüfen, um eben auch hier die Kosten für die Prüfung in Grenzen zu halten. Die Erstellung der Prüfmerkmalsliste gibt es in Quartal Evo ein Hilfsmittel, die sogenannte Zeichnung und Stempelung. Das heißt, wir haben hier ein Werkzeug, mit dem Sie Zeichnungen einlesen können, DXF oder DWG, funktioniert auch mit PDF. Und Sie können hier automatisiert eine Prüfmerkmalsliste erstellen, die hier entsprechend zur Verfügung steht und an Quartal Evo übergeben wird, auch inklusive der Gesamtzeichnung zum Beispiel oder auch Detailzeichnungen für das jeweilige Prüfmerkmal können hier übernommen werden und werden dann im Prüferauftrag auch zur Verfügung gestellt für die Prüfer. Jetzt sehen wir nochmal die Exportmöglichkeiten, die es gibt grundsätzlich bei dem Programm. Und hier übernehmen wir die Daten, diese Prüfmerkmalsliste mit Sollwerten, mit Toleranzen, mit Benennung, mit Prüfmerkmalsnummer, um eben diese dann im System in Quartal Evo für die Erstellung des Prüfauftrags zu verwenden, beziehungsweise am Anfang auch für die Erstellung des Prüfzyklus. Hier sehen wir nun die zweite Maske im Prüfzyklus, die Merkmale. Wir haben gerade gesehen, mit diesem Werkzeug können wir die Prüfmerkmalsliste erstellen. Die wird dann in Quartal Evo importiert und es wird hier die Merkmalsliste entsprechend angelegt. Wir haben hier dann den Code für das Merkmal, also die Prüfmerkmalsnummer. Wir haben die Beschreibung, wir haben eine Merkmalsart. Ist es ein attributives Merkmal, auch zählend oder global? Ist es ein variables Merkmal? Wie gesagt, Nennwert, Toleranz. Und wir können dann auch festlegen für den Prüfplan oder auch für das einzelne Prüfmerkmal, wie die Stichprobendefinition ist, zu welchem Zeitpunkt zum Beispiel ein gewisses Merkmal geprüft wird, ob wir eine feste Anzahl angeben, ob wir einen Prozentwert angeben, zum Beispiel 10% von einem Lieferlos oder Prüflos, oder ob wir dann entsprechend nach AQL die Festlegung machen, wann dieses Prüfmerkmal zu prüfen ist. Letztendlich ist auch das Prüfmittel hier hinterlegt, mit welchem Prüfmittel die Prüfung durchgeführt wird. Das Prüfmittel ist auch einem Prüfplatz zugewiesen. Hier haben wir auch innerhalb von Quartal Evo eine Prüfmittelverwaltung, wo Sie eben auch Ihre Prüfmittel verwalten können, wann diese auch zur Kalibrierung zum Beispiel anstehen oder zur Überprüfung. Und in dieser Verwaltung bzw. in den Standarten wird auch festgelegt, welches Prüfmittel welchem Prüfplatz zugewiesen ist. Wie gesagt, bekommen wir dann von dem ERP-System bzw. dem Warenwirtschaftssystem die Informationen über die Liefereinheit, also auch welche Artikel wurde geliefert, der Lieferant, das Lieferdatum, die Liefermenge, die beauftragte, aber auch tatsächlich gelieferte Menge, auch die Bestellnummer und Lieferscheinnummer. Und zusammen mit dem Prüfzyklus verwenden wir diese Informationen der Liefereinheit, um letztendlich
den Prüfauftrag anzulegen. Wir sehen jetzt hier die Maske des Prüfauftrags. Das heißt, wir haben jetzt hier allgemeine Einstellungen wieder, eine Stichproben-ID. Wir haben die Prüfzyklus-ID. Wir haben dann den Prüfplatz, wo geprüft wird. Wir haben auch natürlich den Prüfentscheid. Und hier gibt es zwei Entscheider. Grundsätzlich das Ergebnis der Abnahme und dann die Entscheidung des Prüfers, des Benutzers vor Ort, beziehungsweise auch eine zweite Entscheidung durch den Qualitätsverantwortlichen kann hier noch durchgeführt werden, um dann letztendlich dieses Prüflos freizugeben oder auch zu sperren und natürlich auch das Lieferlos entsprechend mit dem Lieferlos entsprechend zu handhaben. Hier können wir auch eine Nichtkonformität erstellen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel im Prüfprozess, in dem Prüfauftrag festgestellt haben, es findet eine Abweichung statt, auch vielleicht nach AQL, dass wir sagen, okay, die nicht akzeptierten Teile übersteigen die festgelegte akzeptierte Menge, kann eben hier auch eine Sperrung stattfinden oder eben der Prüfentscheid entsprechend ausfallen. Und es kann eben hier auch gleich eine Nichtkonformität angelegt werden. Hier in der Maske steht auch die nächste voraussichtliche Prüfung, wenn diese erfolgt, auch anhand von den Dynamisierungsregeln im Hintergrund, die jetzt hier hinterlegt sind. Und es wird auch hier in diesem Prüfauftrag festgehalten, welche Ausschussmenge zum Beispiel in diesem Prüfplus dann erkannt wurde. Zusätzlich zu den allgemeinen Angaben im Prüfauftrag haben wir dann auch die Prüfmerkmale, natürlich die Prüfmerkmals-ID, auch die Prüfmethode, Variable-Attributiv. Wir haben auch die Stichprobengröße pro Prüfmerkmal, die entsprechend geprüft werden muss anhand von den Einstellungen. Und wir haben die Akzeptanz- bzw. Rückweisungskriterium aus der AQL, dass wir sagen, okay, wann wird zum Beispiel dieses Merkmal akzeptiert oder wann wird es zurückgewiesen als nicht abgenommen. Wir gehen dann in die Prüfung. Wir haben die Prüfaufträge für die entsprechenden Prüfplätze, für die Artikel, wo diese Artikel geprüft werden an den Prüfplätzen mit den Prüfmitteln. Und diese Prüfauftragsliste erscheint dann in unserem Messclient direkt lokal vor Ort am Prüfplatz. Das heißt, wir haben hier eine Verbindung über Netzwerk mit der zentralen Prüfplanung in Quarta Evo und eben mit der lokalen Prüfauftragsliste am Prüfplatz. Das heißt, hier kann der Prüfer sehen, welche Prüfaufträge stehen an für die Lieferlose, die jetzt zum Beispiel im Bahneingangslager aufgesperrt sind und die er jetzt hier entsprechend zu prüfen hat. Das heißt, er sucht sich den entsprechenden Prüfauftrag aus, den er als nächstes zu prüfen hat. Er nimmt sich die entsprechende Prüfmenge für die Prüfung durch und gibt letztendlich durch die Anbindung der Messmittel, wie hier jetzt zum Beispiel unterschiedliche Handmessmittel über Schnittstellenboxen am Prüfplatz, werden die entsprechenden Merkmale geprüft und die Prüfergebnisse in der Messanbindung der Lokalen angetragen und dann auch entsprechend Kommentare angefügt, auch zum Beispiel, oder auch, dass man sagt, okay, trotz gewisser Abweichung kann dieses Prüflos oder dieses Lieferlos mit Einschränkungen freigegeben werden. Diese Ergebnisse kommen dann letztendlich wieder in den Prüfauftrag. Das heißt, wir haben die Anzahl der Messungen, die durchgeführt wurden pro Merkmal. Wir haben auch die festgestellten Mängel und wir haben natürlich letztendlich das Prüfergebnis, dass wir sagen, abgenommen, nicht abgenommen oder abgenommen mit Einschränkungen und können hier dann auch entsprechend die Kommentare übernehmen, was letztendlich die Einschränkung bei dem Prüfprozess war. Soweit zu der Wareneingangsprüfung. Kommen wir jetzt zur Nichtkonformität. Also wenn wir jetzt eben feststellen, ein Prüflos oder Lieferlos hat nicht die spezifizierten Qualitätsanforderungen erfüllt, dann haben wir hier, wie vorher gesehen, eben in der Prüfplanung den Prüfentscheid nicht die Uhr. Das heißt, wir gehen jetzt in die Lieferantenreklamation, erstellen einen Reklamationsbericht und lassen letztendlich auch die Ergebnisse von dieser Prüfung des Wareneingangs in die Lieferantenbewertung einfließen. Schauen wir uns das nochmal im Detail an. Wir haben also hier eben die Wareneingangsprüfung mit dem Prüfentscheid Nicht-IO. Das heißt, Quarta Evo erhält dieses Ergebnis vom Prüfplatz für den jeweiligen Prüfauftrag. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Nichtkonformitäten, Lieferanten-Nicht-Konformitäten ad hoc anzulegen, wenn zum Beispiel irgendwas in der im weiteren Prozess festgestellt wird mit diesem gelieferten Artikel vom Lieferant, das entsprechend erfasst werden muss. Oder auch natürlich aus Audits, aus Lieferanten-Audits, wenn sie entsprechende Nichtkonformitäten ergeben, können auch Nichtkonformitäten im Quarta Evo angelegt werden.
Das heißt, die Ware kommt ins Spornlager nach diesem Prüfentscheid NIO bis zum Abschluss der Prüfung. Wir haben dann eben hier im Quartal IBO die Anlage des Lieferanten, der Lieferanten-Nichtkonformität. Und vorab kann eine Information an den Lieferanten rausgeschickt werden, dass eben hier eine Nichtkonformität festgestellt wurde, auch zu Beginn noch ohne genaue Details, was jetzt genau das, der Grund für diese Nichtkonformität war, um dem Lieferanten hier auch die Möglichkeit zu geben, entsprechend zu reagieren und vielleicht bei sich in den Prozessen auch schon zu prüfen, warum eine Nichtkonformität aufgetreten ist. Anschließend werden die Details zur Nichtkonformität festgehalten in dem Nichtkonformitätsportal, in dem Prozess. Oder Sie können auch dem Lieferanten in dem Lieferantenportal zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, der Lieferant kann in seiner Quarta-Evo-Umgebung sehen, welche Nichtkonformitäten von seinen Kunden angelegt wurden und zur Bearbeitung bereitstehen. Dann kann natürlich ein entweder 4D oder 8D Report eingefordert werden zur Analyse des Problems, um eben hier auch festzustellen, was war die Ursache für dieses Problem und welche Abstellmaßnahmen können entsprechend vereinbart werden. Und letztendlich auch die Ableitung von Korrektur- oder Vorbeugemaßnahmen, vielleicht auch im internen Unternehmen, dass man sagt, okay, gewisse Maßnahmen müssen auch intern im eigenen Betrieb vorgenommen werden, um vielleicht solche Nichtkonformitäten früher zu erkennen oder entsprechend damit umgehen zu können. Wie gesagt, bekommt der Lieferant diese Information vorab per E-Mail oder dann als Nichtkonformitätsreport oder wie gesagt über das Portal, werden ihm diese Prozesse zur Verfügung gestellt, sodass er dann entsprechend auch reagieren kann. Anschließend, nach dieser Vorabinformation bzw. Anlegen des Nichtkonformitäten, wird auch entschieden innerhalb der Nichtkonformität, wie wird mit den bereits gelieferten Artikeln umgegangen, können diese verwendet werden, entweder teilweise oder auch nur komplett. Ist eine Nacharbeit notwendig, um eben diese Nichtkonformität zu beheben? Bleibt auch intern die Nacharbeit oder extern entsprechend? Ist eine Rücksendung notwendig oder vielleicht sogar eine Verschrottung der Artikel? Und bei einer Rücksendung kann die eben auf die Retoure angestoßen werden von diesem Lieferlos, dass wir sagen, okay, Lieferant, Artikel, diese Daten gehen wieder zurück an das ERP. Es können hier eben auch entsprechende Retoure, Lieferschein und eine Lastschrift angelegt werden, um eben hier den Vorgang auch wieder entsprechend zurück abzuwickeln. Zusätzlich gibt es innerhalb von Quarta Evo sogenannte Kennzahlen oder KPIs. Das heißt, hier können auch Lieferantenkennzahlen festgelegt werden, zum Beispiel durchschnittliche Zeit bis zum Abschluss einer Nichtkonformität oder auch die Anzahl offener Nichtkonformitäten für diesen Lieferanten, die in Quarta Evo entsprechend angelegt werden und verwaltet werden und zur Verfügung gestellt werden, aber vielleicht für die Lieferantenentwicklung oder Lieferantenbeurteilung, dass diese auch im ERP dann entsprechend zur Verfügung gestellt werden sollen. Hierzu wird im Workflow in Quarta Evo, und hier ist Quarta Evo sehr flexibel von der Anpassung. Man kann es sehr gut auf die Bedürfnisse und die Workflows innerhalb der Unternehmen anpassen. Das heißt, im Workflow wird hinterlegt, welche Informationen zu welchem Zeitpunkt an andere Abteilungen zum Beispiel weitergereicht werden. Hier zum Beispiel Einkauf und Logistik, um eben einen Lieferschein und die Lastschrift entsprechend erstellen zu können. Bei Rücksendungen zum Lieferanten, wie gesagt, das ist im Workflow hinterlegt, kann hinterlegt werden und es kann auch entsprechend über eine Benutzerstruktur angelegt werden, wer die entsprechenden Verantwortlichen sind, um eben hier entsprechend den Prozess und den Workflow weiterzureichen an die entsprechenden Abteilungen. Soweit zum grundsätzlichen Vorgehen. Wie sieht es nun in Quarta Evo aus? Wir haben hier den Nichtkonformitätsvorgang, wieder allgemeine Daten, wer ist der Lieferant, welchen Artikel betrifft es, wie ist die geprüfte Menge, wie ist die Nichtkonformitätsmenge auch, die festgestellt wurde, wer sind die internen Ansprechpartner auch, wer ist zum Beispiel der Erheber der Nichtkonformität, ein Verantwortlicher in der entsprechenden Niederlassung und ganz wichtig, was ist der Elternprozess von dieser Nichtkonformität. Also rührt diese Nichtkonformität aus einer Wareneingangsprüfung oder aus einem Lieferantenaudit. Hier können wir dann eben ganz unten sehen Sie den Elternprozess mit der entsprechenden Prozessnummer, auch wieder innerhalb von Quarta Evo auf das entsprechenden anderen Prozess verlinkt werden kann und der dann auch eingesehen werden kann. Zusätzlich zu den allgemeinen Daten gibt es natürlich die Analyseergebnisse, also auch die Klasse des Fehlers oder der Nichtkonformität. Ist es ein kritischer Fehler, Nichtkonformität? Ist es ein erstes Auftreten?
oder vielleicht auch schon wiederkehrendes Auftreten, dass diese Nichtkonformität oder dieses Problem schon öfters aufgetreten ist, kann hier festgehalten werden. Es kann auch ein entsprechender Analyse-Report hochgeladen werden. Grundsätzlich können Sie das in Quartal wo immer. Sie können Dokumente hochladen und diese hinterlegen, dass die auch für jeden Prozess oder grundsätzlich im System dann auch verfügbar sind, auch inklusive Bilder, wie Sie hier sehen. Das kann man auch entsprechend hochladen. Dann auch die Fehlerursache, dann auch Fragenstellungen. Was wurde erkannt? Wann wurde das erkannt? Warum trat dieser Fehler auf? Hier bietet Quarta immer noch mal Möglichkeiten oder ein Werkzeug, um eben den Prozess oder die Fehlerursache näher zu spezifizieren und festzuhalten. Und Sie können auch sagen, ob Sie zum Beispiel von dem Lieferanten einen AHD-Report einfordern, um eben hier auch die Analyse des Problems entsprechend einsehen zu können und auch die Abstellmaßnahmen, die der Lieferant anstoßen wird. Das können Sie auch überwachen. Sie können den AHD-Report auch hier anhängen, den Sie dann vom Lieferant erhalten, oder natürlich, wenn er im Lieferantenportal ist, kann er diesen direkt einstellen und Sie können dann darauf zugreifen. Sie können letztendlich auch überprüfen, dass Sie sagen, okay, wurde der AHD-Report erstellt? Auch hier letztendlich den Prozess prüfen, ob dieser Vorgang auch entsprechend abgeschlossen wurde. Anschließend, nach der Analyse, können Sie auch sagen, okay, welche Maßnahmen müssen jetzt durchgeführt werden? Natürlich im Nicht-Konformitätsprozess können Sie sofort Maßnahmen festlegen, zum Beispiel Rücksendung an den Lieferanten und eine Ersatzforderung, auch eine dauerhafte Aktion, zum Beispiel Kontrolle des Reifegrades von einem Produkt oder einer Lieferung, Lagerbedingungen und letztendlich auch, wie das letztendlich zu prüfen ist, hier als Textangabe, dass Sie sagen, okay, hier eine hundertprozentige Kontrolle der nächsten drei Chargen, um eben hier sicher zu gehen, dass das Problem nicht nochmal auftritt. Das kann der Kollege in der Prüfplanung dann auch entsprechend einfließen lassen in die Dynamisierung, wie wir es vorher gesehen haben bei der Wareneingangsprüfung. Ganz wichtig, bei Quarta Evo werden auch alle Kosten erfasst. Das heißt, wenn Sie diese Nichtkonformität entsprechend erfassen, können Sie auch erfassen, welche Kosten sind entstanden. Zum Beispiel für entsprechende Analyse oder auch zu einer Nachbearbeitung innerhalb oder auch außerhalb des Unternehmens. Hier können Sie letztendlich dann alle Kosten festhalten und sagen, okay, was hat mich die Nichtkonformität in diesem Fall für dieses Prüflos oder für dieses Lieferlos gekostet? Diese Daten fließen auch letztendlich in Quarta Evo in die Dashboard-Funktionalität ein und in die Kennzahlen, sodass Sie nachher auch nachverfolgen können, welche Kosten sind zum Beispiel bei welchem Lieferanten oder welchen Artikel entstanden. Kommen wir dann auch schon zur Dashboard-Funktionalität, soweit die Nichtkonformität der Vorgang. Hier haben wir in Quarta Evo eben diese Dashboard-Funktionalität, auch Kennzahlen-Funktionalität, zum Beispiel für die Wareneingangsprüfung. Hier kann man sehr schön sehen, entweder auf Zahlenbasis, Tabellenbasis oder auch grafisch dargestellt, wie das Ergebnis für die Wareneingangsprüfung ist, zum Beispiel für einen gewissen Lieferanten oder einen Artikel, auch über einen gewissen Zeitraum. Das können Sie alles über entsprechende Filter setzen, welche Zeiträume Sie betrachten möchten. Letztendlich bekommen wir hier die Anzahl der gesamten oder auch der abgenommenen Lieferungen von Lieferanten oder Artikel. Wir bekommen auch die Mengendarstellung, dass wir sagen, okay, was wurde geliefert, welche Menge wurde angenommen oder welche Menge wurde auch abgelehnt, ganz wichtig, über die Zeit, über die Anzahl der Lieferlose. Und auch die Skiplots oder Freepass, welche Menge wurde durchgeführt über einen gewissen Zeitraum und wie ist das prozentual anteilig zu den Gesamtlieferlosen. Es gibt auch eine Auflistung aller durchgeführten geplanten Prüfungen mit Link. Hier unten rechts können Sie das sehen. Das heißt also, wie viele Prüfungen haben hier letztendlich stattgefunden. Und Sie können auch auf jede Prüfung aus diesem Dashboard direkt springen, um sich die Details anzusehen. Es gibt da eine zeitliche Auflistung der Lieferlose mit dem entsprechenden Prüfergebnis. Also hier haben Sie unterschiedliche Reiter, wo Sie hier eben auch die Kennzahlen für die Wareneingangsprüfung pro Lieferant, pro Artikel, pro Standort vielleicht auch entsprechend analysieren können. Das Gleiche gibt es auch für die Nichtkonformität. Grundsätzlich gleiche Vorgehensweise. Sie können den Lieferant oder den Artikel filtern. Hier haben wir dann eben andere Kennzahlen, wie zum Beispiel die Anzahl gesamter offener, geschlossener Nichtkonformitäten, eine Auflistung aller aufgetretenen, offenen Nichtkonformitäten, um hier eben auch das nachverfolgen zu können, welche sind noch offen, welche Nichtkonformitäten haben wir mit dem entsprechenden Link
um direkt in den Prozess springen zu können. Auch eine durchschnittliche Zeit, bis die Nichtkonformität geschlossen wurde durch den Lieferanten, auch eine Bearbeitungszeit, letztendlich dann daraus resultierend pro Status, pro Vorgang. Und auch vergleichbar das aktuelle Jahr bis heute, bis zum Beispiel zum vergangenen Jahr bis heute, um hier eben auch eine Vergleichbarkeit zu machen zum Vorjahr, wie die Lieferqualität des Lieferanten ist oder die Anzahl der Nichtkonformitäten. Und letztendlich ganz wichtig, wie vorher gesehen, auch die Erfassung der Kosten. Wir können eben auch alle angefallenen Kosten entsprechend dargestellt werden und nach der Art entsprechend auch aufgeteilt werden. Soweit zu den Wareneingangsprüfungen und der Nichtkonformität. Lass dich nochmal kurz zusammenfassen, was wir jetzt gesehen haben. Zum einen die Definition von Prüfzyklen in Quarta Evo für die Wareneingangsprüfung inklusive Dynamisierungsregeln für die Wareneingangskontrolle natürlich immens wichtig, weil Sie ja steuern können, wie viel möchte ich prüfen, wie viel ist notwendig zu prüfen. Beim guten Lieferanten kann man auch das Skiplot umstellen und dann auch entsprechend die Skiplot-Menge festlegen, wo Sie sagen, okay, nach drei möchte ich zum Beispiel wieder eine normale Prüfung durchführen. Also hier bietet Quarta Evo auch die Möglichkeit, das Ganze zu orchestrieren. Das heißt, Quarta Evo steuert das im Hintergrund und legt die Prüfaufträge entsprechend an, anhand von den Dynamisierungsregeln. Dann auch Erstellung von den Prüfaufträgen auf Basis des Prüfzyklus, Liefereinheit, automatisiert werden diese angelegt und dann der Prüfplatz entsprechend zur Verfügung gestellt an, den, an der Messsoftware. Und letztendlich auch die Ausführung der Prüfaufträge und Abschluss im Quarta Evo-System. Das heißt, hier haben wir eine Kombination aus einem zentralen System, das das Ganze steuert, und einem lokalen System der Messsoftware, wo eben dann die Prüfungen durchgeführt werden und die Ergebnisse an das zentrale System zurückgemeldet werden. Letztendlich dann auch bei Nichtkonformitäten die Erstellung von einer Lieferanten-Nichtkonformität. Wie gesagt, aus einer Wareneingangsprüfung heraus kann das erstellt werden, aber auch alternativ zum Beispiel aus einem Audit, Lieferanten-Audit, oder auch aus einer Ad-Hoc-Situation, wo Sie einen NC erstellen möchten, der dann eben im System erfasst wird. Übrigens gibt es in Quarta Evo auch ein Audit-Modul, Lieferanten-Audit, wo Sie dann auch zum Beispiel auf dem Tablet die entsprechenden Audit-Fragen durchgehen können mit einem Lieferanten und dann auch die Nichtkonformitäten erfassen, und diese werden im System dann auch entsprechend angelegt. Die Bearbeitung von Lieferanten-Nichtkonformitäten mit Ableitung von Aktivitäten auch zum Beispiel für entsprechende Nichtkonformitäten können Sie direkt sagen, welche Aktivität ist notwendig, um diese zu bearbeiten. Und Sie können auch in Quarta Evo eine Regel hinterlegen, dass Sie sagen, erst wenn alle Aktivitäten abgeschlossen sind, kann zum Beispiel diese Nichtkonformität entsprechend geschlossen werden. Es können auch Kinderprozesse angestoßen werden, dass wir sagen, okay, es gibt zum Beispiel Corrective and Preventive Actions, also Korrektur- und Vorbeugemaßnahmen innerhalb von Quarta Evo. Diese können Sie dann direkt aus der Nichtkonformität erstellen, um eben hier dann auch gewisse Prozesse innerhalb vom Unternehmen nochmal anzustoßen, um eben hier korrigierend und auch vorbeugend aktiv zu werden. Wir haben die Erfassung aller relevanten Kosten gesehen innerhalb vom NC-Prozess für Nacharbeit, für die Rücklieferung oder auch für den Aufwand innerhalb vom Unternehmen, um die Analyse durchzuführen. Und wir haben die Analysewerkzeuge von Quarta Evo gesehen für eine Wareneingangsprüfung, aber auch für eine Nichtkonformität, um eben hier im Dashboard die Bewertung durchführen zu können anhand von den Kennzahlen über einen längeren Zeitraum hinweg, ganz gezielt für den Lieferanten oder auch für den entsprechenden Artikel. Soweit zu meinem Vortrag. Hier wäre ich am Ende und würde jetzt auf die Fragefolie umstellen und stehe für Fragen zur Verfügung. Ja, gerne dürfen Sie weiterhin über die F&A-Funktion Fragen stellen. Ich schaue in der Zwischenzeit, ob uns schon Fragen erreicht haben. Eine Frage lautet, kann ich aus einer Lieferantenreklamation auch interne Maßnahmen erstellen? Mhm. Sehr gute Frage. Wir haben es ja gerade im Abschluss gesehen. Also Quarta Evo bietet da die Möglichkeit, in der Nichtkonformität selber, in dem Vorgang, in dem Prozess, gewisse Aktivitäten anzulegen, die auch zugewiesen werden, was für eine Aktivität, was ist auch das Zieldatum für die entsprechende Umsetzung und wer ist verantwortlich für diese Aktivität. Diese können dann in der Nichtkonformität nachverfolgt werden und wie gesagt, kann dann auch
eine Regel festgelegt werden. Erst wenn alle Aktivitäten abgeschlossen sind, kann auch die Nichtkonformität entsprechend geschlossen werden. Oder dann eben, wie gesehen, es können weitere Prozesse angestoßen werden, Korrekturmaßnahmen oder auch entsprechende Abstellmaßnahmen, Vorbeugemaßnahmen, die dann entsprechend in dem Prozess weiterverfolgt werden. Eine weitere Frage. Bei der Ermittlung der Stichprobengröße wurde die Norm 2859 genannt. Kann dies auch mit der DIN ISO 3951 geschehen? Mhm. Genau, also ein Beispiel haben wir ja gesehen für die attributive Merkmale. Das kann ich natürlich genauso für die variablen Merkmale basierend auf dieser Norm durchführen. Wir haben im Quartett über die Möglichkeit, eben diese auch AQL-Zahlen hinterlegen oder den ganzen AQL-Prozess entsprechend zu konfigurieren und zu definieren, wie er für die entsprechenden Prüflose in Quartett EBO durchzuführen ist. Eine weitere Frage, die uns erreicht hat, zum Beispiel des Prüfplatzes. Wie können Prüfmittel den Prüfplätzen zugewiesen werden? Genau, das haben wir ja gesehen, dass also im Prüfzyklus selber wird das Prüfmerkmal entsprechend angelegt und das Prüfmittel wird dort zugewiesen. Also okay, mit welchem Prüfmittel möchte ich jetzt zum Beispiel den Durchmesser prüfen, mit einer Schieblehre oder mit einem Grenzleerdarm. Und diese Information für die Artikel, das wird im Artikel selber auch festgelegt, welche Prüfmittel verwendet werden und ist im System hinterlegt. Auch bei den Stammdaten ist verfügbar, welche Prüfmittel im Unternehmen an den entsprechenden Prüfplätzen zur Verfügung stehen. Darauf eine weitere Frage. Gibt es auch andere Dynamisierungsregeln oder kann ich auch andere Dynamisierungsregeln in dem System anlegen? Grundsätzlich kann man natürlich andere Dynamisierungsregeln anlegen. Da ist Quarta Evo sehr flexibel. Wir haben es gesehen bei AQL zum Beispiel. Für die attributive Merkmale haben wir diese Dynamisierungsregel hinterlegt. Das ist wie ein Algorithmus, wie eine Regel, die erstellt wird und kann dann unter entsprechenden ID in Quarta Evo gespeichert werden. Und wir können dann diese Regel eben für den entsprechenden Prüfzyklus einstellen, heranziehen. Wir können dann sagen, nach welcher Dynamisierungsregel soll zum Beispiel für diesen Prüfzyklus, für diesen Artikel die Dynamisierung erfolgen. Noch eine Frage, bei der Lieferantenreklamation, um die schließen zu können, müssen da bestimmte Bedingungen erfüllt sein? Genau, also da haben wir ja gesehen, die gewisse Bedingungen, die auf jeden Fall erfüllt sein müssen, wenn wir Aktivitäten anlegen innerhalb der Nichtkonformität, kann man das als Regel machen. Man kann zum Beispiel auch sagen, okay, wenn der 8D-Report angefordert wird vom Lieferanten, muss eben auch dieser vorliegen, um die Nichtkonformität entsprechend abzuschließen. Das kann auch in Quarta Evo entsprechend konfiguriert werden im System. Das ist auch kundenspezifisch, diese Einstellungen, und wird in entsprechenden Kundenprojekten dann mit dem Kunden diskutiert, welche Regeln oder welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um dann entsprechende Nichtkonformität schließen zu können. Okay, aktuell haben wir keine weiteren offenen Fragen. Wenn Sie noch bestimmte Fragen haben oder ein Anliegen, dann kommen Sie gerne auf uns zu. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und die Teilnahme an unserem Webinar. Ja, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite für Ihre Teilnahme. Da stehen wir natürlich gerne für Fragen zur Verfügung, wenn Sie Fragen in Richtung Wareneingangskontrolle, Nichtkonformität haben, aber auch grundsätzlich Fragen anderer Art in Richtung CAQ, stehen wir da gerne zur Verfügung und beantworte Ihre Fragen. Herzlichen Dank nochmal und Ihnen allen einen schönen Tag.